2014 erschüttert eine Anschlagswelle Europa. Der Angriff auf das jüdische Museum in Brüssel, Paris, Kopenhagen. Wieder Paris. Wieder Brüssel. Alle diese Anschläge tragen ein und dieselbe Handschrift. Was sie in Brüssel gemacht haben und in Paris, sah erschreckend wie Mumbai aus. Mumbai 2008. Ein 10-köpfiges Terrorkommando fällt in die indische Millionenmetropole ein. Sie ermorden 166 Menschen. Die Erinnerungen quälen die Überlebenden bis heute. Diese Angst wünsche ich nicht meinem größten Feind. 3 Tage lang kämpfen indische Sicherheitskräfte gegen die schwer bewaffneten Terroristen, die zeitgleich mehrere Hotels, den Hauptbahnhof und ein jüdisches Zentrum überfallen haben. Noch ahnt niemand, hinter dieser neuen Strategie des Terrors steckt ein Geheimagent. Gleichzeitig im Dienst für Pakistan und für die USA. Der amerikanische Staatsbürger David Coleman Hadley. Es ist leider Fakt, dass immer wieder Menschen für mehrere Nachrichtendienste arbeiten, ohne jeweils dem anderen das mitzuteilen. Und eine solche schillernde Person oder eine solche kriminelle Person war Hadley. November 25, 2008. Stewardess Desiree Baumann ist zum ersten Mal auf dem Weg von Frankfurt nach Mumbai. Damals war das Ziel ganz, ganz neu. Wir haben uns natürlich total gefreut und uns schon vorgenommen, Mensch, was wir alles machen können vor Ort und so. Die damals 20-Jährige und ihre Kolleginnen haben 2 Tage Zeit, die Metropole am Arabischen Meer zu erkunden, bevor es wieder zurück nach Deutschland gehen soll. Am Abend des 26. November 2008 trifft sich die Crew zum Essen. Wir haben gesagt, wir sind das erste Mal hier. Wir wollen jetzt das richtige Indien sehen, dieses bekannte Café Leopold. Das war richtig toll und schön anzuschauen und es war wahnsinnig voll. Die deutsche Crew bekommt den letzten freien Tisch im hintersten Eck des Restaurants. Dieser Platz wird ihnen das Leben retten. Gleichzeitig landet eine Maschine mit einer Wirtschaftsdelegation des Europäischen Parlaments am Flughafen Mumbai. Die Abgeordneten werden in das luxuriöse Traditionshotel Taj Mahal Palace gebracht. Unter ihnen Erika Mann aus Hannover. Ich wollte ursprünglich mit Freunden schon mich treffen gegen 8 Uhr in dem Taj Hotel und wir wollten eben essen gehen. Und wir sind reingegangen, haben uns hingesetzt. Haben uns einfach gefreut, das Gespräch wieder aufzunehmen. Die ersten Sekunden des Anschlags. Bilder der Überwachungskameras in der Lobby des Hotels. Relativ kurze Zeit, nachdem wir uns hingesetzt hatten, hat man halt die ersten Schüsse gehört. 21.30 Uhr. Zeitgleich stürmen 2 schwer bewaffnete Terroristen das Café Leopold. Da war ein riesiger Knall. Dann war noch mal ein Knall und dann ging es auch schon los. Bam, 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 bam. Die Angreifer werfen Handgranaten und eröffnen das Feuer mit Sturmgewehren, geben binnen weniger Minuten 120 Schüsse ab. Man hörte dann Wimmern in der Ferne. Dann habe auch ich gemerkt, ich atme viel zu schnell. Die Kollegin hat mich dann angestoßen, sei ruhig. Natürlich, ja, aber ich hatte das in diesem Moment einfach nicht unter Kontrolle, weil ich Todesangst hatte. Richtige Todesangst. Währenddessen, wenige hundert Meter entfernt, im Taj Mahal Palace Hotel. Die Angreifer machen Jagd auf Gäste und Belegschaft, schießen wahllos auf wehrlose Menschen. Dass wir das unverletzt überleben würden, habe ich nicht geglaubt. Während die Terroristen das Hotel Raum für Raum absuchen, versteckt sich Erika Mann mit anderen Gästen in einem Bankettsaal. Also das Wichtigste war für mich, meinen Sohn zu erreichen und mit ihm einfach ein Gespräch darüber zu führen, was er machen muss für den Fall, dass ich nicht aus dieser Situation gesund oder lebend herauskomme. Zur gleichen Zeit im Café Leopold. Die Angreifer suchen nach Überlebenden und erschießen sie. Und ich konnte dann nur hören, wie die Schritte über gesplittertes Glas gingen. Und diese Schritte über dieses gesplitterte Glas kamen immer näher. Und ich wusste, jetzt steht er neben dir. Desiree Baumann liegt auf dem Boden.
Wie durch ein Wunder entdecken die Attentäter sie nicht und verlassen das Café wieder. Ein Kollege von mir, der hat ganz laut geschrien: Raus jetzt! Der Weg war wirklich übersät von etlichen Leichen, die da lagen. Aber in dem Moment war dann wirklich der Überlebensinstinkt an und man setzt einfach einen Fuß vor den anderen und versucht, das irgendwie auszublenden. Und unser Ziel war einfach dieses Taj Mahal Hotel. Man konnte das ja schon sehen am Ende der Straße. Desiree Baumann ahnt nicht, dass auch im nahen Taj Mahal Palace Hotel bereits die Terroristen wüten. Insgesamt 10 Attentäter sind mit einem Schlauchboot in der Bucht von Mumbai gelandet und greifen zeitgleich 5 Ziele an. Polizei und Militär sind hoffnungslos überfordert. Während die Terroristen weiter mordend durch die Stadt ziehen, gehen die Bilder live in die ganze Welt. In Lahore, Pakistan, sitzt ein Mann vor dem Fernseher und betrachtet sein Werk. David Coleman Hadley. Er ist die Schlüsselfigur hinter dem Anschlag. Damals 48 Jahre alt, US-Amerikaner. Wer ist dieser Mann? Hadleys Geschichte beginnt 1988 am Flughafen Frankfurt. Hier wird er festgehalten, als er Heroin aus Pakistan in die USA schmuggeln will. Auf den Spuren von David Coleman Hadley in New York. Der Journalist Sebastian Rotella hat die Geschichte von Hadley für die New York Times und die Washington Post recherchiert. Auch anhand der Snowden-Akten. Die Festnahme am Flughafen Frankfurt im Jahr 1988 ist ein Wendepunkt in seinem Leben. Er wird vom Zoll erwischt, aber ich glaube, die DEA war ihm schon auf der Spur. Er wird direkt ihr Informant. Er macht einen Deal, verrät seine Komplizen aus dem Heroingeschäft und muss deswegen wesentlich kürzer ins Gefängnis. Nach kurzer Haft zieht David Hadley nach New York. Hier arbeitet er weiter für die US-Drogenfahndung DEA als V-Mann. Gleichzeitig dealt er im großen Stil weiter. Bis er 1998 einem verdeckten Ermittler ins Netz geht. David Hadley soll der Prozess gemacht werden. Sein Anwalt damals, Howard Leader. Strafrechtlich auffällig wurde er noch unter seinem Geburtsnamen Daoud Gilani, nicht David Hadley. Hadleys Mutter ist Amerikanerin, der Vater pakistanischer Diplomat. Hadley wuchs in Pakistan auf. An einer Elite-Militärakademie befreundete er sich mit Rana, der später noch wichtig werden sollte. Mit 17 zieht Hadley zu seiner Mutter nach Philadelphia, USA, gerät bald auf die schiefe Bahn. Auffallend waren seine Augen. Er hatte 2 verschiedene Augenfarben. Das gab ihm diesen eindringlichen Blick. Er war im Gefängnis. Er wollte unbedingt raus aus dem Gefängnis, unbedingt. Und er wollte, wenn irgendwie möglich, wieder einen Deal mit den Behörden machen. Obwohl er rückfällig geworden ist und in Untersuchungshaft sitzt, bietet David Hadley an, weiterhin für die DEA im New Yorker Drogenmilieu als Spitzel tätig zu sein. Sein Vorteil dabei, er ist Muslim und viele der Drogendealer damals auch. Er war ungefähr 6 Monate in einem Gefängnis namens Otisville in Upstate New York. Das ist ein Gefängnis im Grünen, also nicht wirklich ganz so schlimm. Ob er sich dort radikalisiert hat? Ich kann mir das nicht vorstellen. Weil als ich ihn danach wieder getroffen habe, war er wie jeder andere New Yorker auf der Straße. Auch der zweite Deal mit den Behörden klappt. Hadley kommt nach nur einem halben Jahr auf Bewährung frei und wird wieder V-Mann im New Yorker Drogenmilieu. Dann aber kommt 9/11. Mit 3000 Toten. Jetzt wechselt David Hadley von Drogen zu Terror.
Nach 9/11 wurden die Behörden mit Hinweisen geradezu überschwemmt. Und unter dieser Flut war ein Hinweis auf David Coleman Hadley. Seine Freundin hat sich mit einem Barkeeper darüber unterhalten, dass Hadley begeistert von dem Anschlag war. Und er habe gesagt, weil er pakistanischer Abstammung ist, will er nach Pakistan gehen, um dort mit Terroristen zu trainieren. Hadley steht zum ersten Mal unter Terrorverdacht. Im Hauptquartier der mächtigen amerikanischen Drogenfahndung kommt es zu einem denkwürdigen Treffen mit Hadley, seinen V-Mann-Führern und Terrorermittlern des FBI. Überlegen Sie mal, wie das auf die Ermittler gewirkt haben muss. Ja, ihr habt zwar diesen Terrorhinweis, aber er ist unser Mann. Sogar so sehr unser Mann, dass ihr in unserer Zentrale mit ihm sprechen könnt. Die US-Drogenfahnder schützen ihren Informanten David Hadley, verhindern weitere Ermittlungen des FBI und bieten ihn im Gegenzug sogar dem FBI und der CIA als Informanten im Kampf gegen den Terror an. Was interessant war, abgesehen davon, dass ich von so etwas noch nie gehört habe, war das Timing. Es war kurz nach 9/11. Und die Regierung versuchte damals verzweifelt, auf jede nur erdenkliche Weise an Informationen zu kommen. Die Geheimdienste der USA. Sie konnten 9/11 nicht verhindern, nun wollten sie die Schuldigen für die Anschläge um jeden Preis zur Strecke bringen. Nach 9/11 haben wir ziemlich heftig reagiert. Manch einer mag damit nicht einverstanden sein, und darüber können wir gerne diskutieren. Aber wir waren fest entschlossen, alles zu tun, was in unserer Macht steht und das Gesetz erlaubt, damit so etwas nie wieder passiert. Zu diesem Zeitpunkt hat Hadley noch 2,5 Jahre Bewährungsstrafe vor sich. Doch die US-Regierung macht ihm ein Angebot. Für mich und meine Kollegen gehört es zum Alltagsgeschäft, Richter davon zu überzeugen, Bewährungsstrafen zu verkürzen. Aber dass die Regierung das tut, so etwas habe ich noch nie gehört. Informanten mit Verbindungen nach Afghanistan und Pakistan werden händeringend gesucht und von allen Nachrichtendiensten rekrutiert. Ich glaube, das ging weit über die DEA hinaus. Da haben sicher auch CIA und FBI mitgemischt. Die Richterin sagte, sie habe eine Anweisung von der Regierung erhalten. Sie war einverstanden, die Bewährung vorzeitig zu beenden. Sie würdigte es, dass er bereit war, sich einer so großen Gefahr auszusetzen, und wünschte ihm alles Gute. Dezember 2001. NATO-Truppen marschieren in Afghanistan ein, darunter auch tausende Soldaten der Bundeswehr. Das Nachbarland Pakistan wird zum Dreh- und Angelpunkt für Versorgung und Nachschub und zum engsten Partner der westlichen Allianz im Krieg gegen den Terror. Der Bundesnachrichtendienst BND ist in der Region gut vernetzt. Trotzdem ist der Truppeneinsatz am Hindukusch eine Herausforderung. Dazu der frühere BND-Präsident Gerhard Schindler. Der Bundesnachrichtendienst musste also auf der einen Seite strategische Erkenntnisse sammeln, nämlich wer sind die beteiligten Gruppierungen, Al-Qaida, Taliban oder andere lokale Größen. Die zweite Aufgabe war, dass man natürlich versucht hat, zur Befriedung dieser Region beizutragen. Und das funktionierte nur, wenn man die Interessenlagen der Anrainer kannte. Man musste sich also nicht nur auf die Region Afghanistan beschränken, sondern man musste den Blick weiten auf die Anrainer. Und da spielte Pakistan natürlich eine herausragende Rolle. In Afghanistan kämpft die westliche Allianz gegen Taliban, Al-Qaida und deren Verbündete. Währenddessen dient das Nachbarland Pakistan als sicherer Rückzugsraum für die Terroristen. Hier können sie öffentlich ihren Hass demonstrieren. Ernst Urlau war damals als Chef des BND einer der Hauptakteure im Kampf gegen den Feind Nummer 1, Al-Qaida. Al-Qaida als Bedrohungsfaktor für Europa und für die USA hat natürlich auch die anderen Staaten mit ihren Nachrichtendiensten auf den Plan gerufen. Und deswegen waren wir da nie alleine.
Nach den verheerenden Anschlägen von 9/11 sollen die Hintermänner ausfindig gemacht und bekämpft werden. Dieser Kampf soll unbedingt auf dem Territorium des Gegners ausgetragen werden. Wenn ich es schaffe, die Führungsriege von Al-Qaida aus dem Verkehr zu ziehen, zu verhaften oder zu töten, dann schwächt das Al-Qaida in seinen Möglichkeiten, Anschläge außerhalb der Region durchzuführen. Good morning. Today I'm pleased to nominate General Mike Hayden as the next director of the Central Intelligence Agency. Mike Hayden is supremely qualified for this position. Im Krieg gegen den Terror setzt Präsident Bush seinen erfahrensten Mann an die Spitze des wichtigen US-Geheimdienstes. Er ernennt 4-Sterne-General Michael Hayden, den langjährigen Direktor der NSA, zum Chef der CIA. Pakistan war ein Verbündeter, aber es war der Verbündete aus der Hölle. Ein sehr, sehr schwieriger Partner. Als ich dort war und die Pakistanis dazu bringen wollte, gegen Al-Qaida vorzugehen, hatten wir komplett andere Standpunkte. Ladies and gentlemen, the President of the United States and the President of the Islamic Republic of Pakistan. Die Amerikaner setzen auf den problematischen Partner Pakistan. General Pervez Musharraf, der langjährige pakistanische Machthaber, lebt heute im Exil. Er spricht erstmals öffentlich über das schwierige Verhältnis zu den Amerikanern. Das Verhalten der USA ist ein ständiges Auf und Ab. Wenn sie uns brauchen, sind wir gut genug. Wenn nicht, lassen sie uns einfach wieder fallen. Darum können die Pakistani die Amerikaner nicht leiden. Ich würde sogar sagen, jeder Pakistani hasst die Amerikaner. In dieser aufgeheizten Situation wird David Hadley von der US-Regierung nach Pakistan geschickt. Seine Mission? Informationen über Terrororganisationen zu sammeln. In Lahore knüpft er die ersten Kontakte zu einer Terrorgruppe, die Anschläge außerhalb Pakistans vorbereitet, Lashkar-e-Taiba. Sein Kontaktmann? Der ehemalige pakistanische Geheimagent Sajid Mir. Seit 2006 wird er von Interpol gesucht. Von Sajid Mir gibt es nur dieses Foto. Sajid Mir ist der junge, aufsteigende Star bei Lashkar-e-Taiba. Und er ist für Anschläge im Ausland zuständig. Er interessiert sich für Rekruten aus dem Westen, Amerikaner, Franzosen, Australier. Hadley bringt alle Voraussetzungen mit und wird von Sajid Mir rekrutiert. Das war eine wachsende Bedrohung für unser Land. Wir beobachteten, dass westliche Rekruten in Trainingscamps an der afghanisch-pakistanischen Grenze ausgebildet wurden und wieder in den Westen zurückgingen. Die Region ist ein Hotspot für Dschihadisten aus der ganzen Welt. In Trainingslagern der Terrororganisation Lashkar-e-Taiba wird ausgebildet, indoktriniert und Terror geplant. David Hadley durchläuft 5 dieser Camps. Lashkar-e-Taiba, hier bei einer Demonstration in Lahore, ist bis heute in Anschläge in Afghanistan verwickelt. Auch gegen deutsche Truppen. Lashkar-e-Taiba spielte insofern eine Rolle, als sie in Afghanistan auch Anschläge verübt hat. Und insofern stand Lashkar-e-Taiba genauso wie viele andere Organisationen im Aufklärungsfokus des Bundesnachrichtendienstes. Lashkar-e-Taiba ist die mächtigste Terrororganisation Pakistans. Gegründet wurde sie vom pakistanischen Geheimdienst ISI, einem Staat im Staate. Für die Pakistani waren diejenigen, die Turbulenzen verursachen konnten, Anschläge durchführen konnten, auch in Afghanistan manchmal sehr, sehr wichtige Helfer. Ein Partner, der gleichzeitig Terroristen unterstützt? Was sagt die Bundesregierung? Markus Potzel ist Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan. Wir appellieren an die pakistanische Regierung, dass sie keinen Unterschied macht zwischen guten Terroristen, die man sehr gut gegen Indien einsetzen kann, und bösen Terroristen, die Pakistan zum Ziel haben. Der frühere Machthaber General Pervez Musharraf zeigt sich uneinsichtig. Er will die Vorwürfe, insbesondere gegen Lashkar-e-Taiba, nicht hinnehmen.
Warum nennen Sie sie Terroristen? Ich nenne sie Mujahedin, Gotteskrieger. Lashkar-e-Taiba ist die beste Hilfsorganisation der Welt. In Pakistan gehört Lashkar-e-Taiba zu den aktivsten Terrorgruppen. Ihr Gründer und Anführer, Hafiz Saeed, hier im Bild, steht auf der Liste der weltweit meistgesuchten Terroristen. Lashkar kann man als Einstieg in den islamistischen Extremismus und zu Al-Qaida sehen. Eigentlich gehören sie zusammen, obwohl Lashkar dem pakistanischen Geheimdienst untersteht und Al-Qaida nicht. Der pakistanische Geheimdienst ISI gilt neben dem Militär als die eigentliche Macht in Pakistan. Zum ISI hat der BND die intensivsten Kontakte in Pakistan gehabt. Denn ohne ISI läuft und lief damals überhaupt nichts. Es ist allen Beteiligten klar gewesen, dass es ein Spiel auch hinterm Vorhang gab. War es tatsächlich bekannt, dass der ISI gegenüber seinen Partnern im Westen ein doppeltes Spiel betreibt? Ich bin im Januar 2012 Präsident des Bundesnachrichtendienst geworden und da war jedenfalls für den Bundesnachrichtendienst klar, dass der ISI im Grunde genommen sowas wie doppelköpfig ist. Wenn das doppelte Spiel des ISI bekannt war, was bedeutet das für die Zusammenarbeit mit unserem Partner im Kampf gegen den Terror? Es war nicht immer klar, welche Abteilung des ISI gerade mit uns zusammenarbeitete und welche Abteilung im Grunde genommen durch Unterstützung der Taliban oder durch Unterstützung von Al-Qaida gegen uns arbeitete. Trotzdem ist Deutschland um ein ungetrübtes Verhältnis zu Pakistans Führung bemüht. An der Führungsakademie der Bundeswehr wurden bisher 380 pakistanische Armeeangehörige ausgebildet, darunter mehrere Geheimdienstchefs. Das ist nicht nur die Sprache, sondern die Verbindung mit Deutschland, selber dort eine Zeit lang gelebt zu haben. Das ist ein Anknüpfungspunkt, wenn es darum geht, vertieftes Verständnis für unser Anliegen zu haben. Sie stoßen nicht auf eine Wand, sondern auf eine Tür. Auf eine offene Tür hat der BND auch bei dem früheren ISI-Chef, dem Drei-Sterne-General Asad Durrani, gehofft. Auch er hat einen Führungslehrgang in Hamburg absolviert, war Militärattaché und 3 Jahre lang Botschafter in Deutschland. Er erinnert sich gerne an die Zeit. Marzipan ist gut und dann gibt es auch ein paar andere Spezialitäten. Was ist das? Lebkuchen? Oh, das ist mein Favorit. Lebkuchen. Auf die Frage nach dem doppelten Spiel seines Geheimdiensts antwortet General Durrani erstaunlich offen. Das ist nicht gegen Deutschland gerichtet. Wenn du gut bist, spielst du ein doppeltes oder dreifaches Spiel. Wenn du ein doppeltes Spiel spielst, spiel das Spiel. Aber spiel es gut. Als ISI-Chef hat Durrani Milizen unterstützt, die in Afghanistan tausende Zivilisten ermordeten. Die eine Gruppe ist für sie nützlich, eine andere für mich. Und ich werde sie unterstützen. Sie kann außer Kontrolle geraten. Wie das bekannte Frankenstein-Monster in der deutschen Literatur. Das kann passieren. Ein Monster, das außer Kontrolle geraten ist. Die bis heute vom ISI unterstützte Terrororganisation Lashkar-e-Taiba mit Hauptsitz in Lahore. Hier hat David Hadley inzwischen eine Familie gegründet, ist verheiratet, hat Kinder und lebt in islamischer Tradition. Im Januar 2006 bekommt Hadley einen Anruf von Major Iqbal, der ihn rekrutiert und sagt, du wirst für den pakistanischen Geheimdienst arbeiten, den ISI. ISI-Agent Major Iqbal. Nicht einmal Interpol hat ein Foto von ihm. Er wird bis heute international gesucht. Sajid Mir ist sein Agentenführer bei Lashkar und Major Iqbal ist sein Agentenführer beim ISI. Sie schicken ihn nach Mumbai, um Angriffsziele auszuspähen.
David Coleman Hadley reist mit diesem amerikanischen Pass nach Indien, das mit Pakistan verfeindet ist. Zunächst eröffnet er ein Büro für Visa-Angelegenheiten, lässt Visitenkarten drucken und gibt sich wahlweise als Diplomat oder Geschäftsmann aus. So Hadley is the invisible man. Hadley ist der Schattenmann. Ein Mann mit diesem Profil, diesem Pass, der in 5-Sterne-Hotels wohnt. In Indien wird ihm niemand in die Quere kommen. Er beginnt, Anschlagsziele in Mumbai auszukundschaften. Das Hotel Oberoi Trident. Den Bahnhof mit täglich bis zu 4 Millionen Fahrgästen. Das Nariman House, ein jüdisch-amerikanisches Zentrum mit einem Hostel. Das Café Leopold. Und das luxuriöse Hotel Taj Mahal Palace. Wie Hadley vorging, ist vergleichbar mit dem, was die CIA für so eine Mission machen würde. Was nicht heißen soll, dass die CIA Terroranschläge verübt. Aber eine amerikanische Organisation wie wir würde für so ein komplexes Vorhaben über lange Zeit Informationen sammeln, um es durchführen zu können. Die meisten Terrorgruppen sind dazu offen gesagt gar nicht in der Lage. Sam Faddis hat viele Jahre lang als Agent und Geheimdienstoffizier für die CIA Einsätze im Ausland durchgeführt und geleitet. Es gibt so viele Hinweise darauf, was passieren wird, und keiner schaut hin. Leute werden faul, machen Fehler. Das darf bei Geheimdiensten nicht passieren. Menschen sterben, wenn das passiert. Sommer 2005. Zeitweise lebt Hadley wieder in New York mit einer zweiten Ehefrau. Seine Frau in New York ist außer sich, weil sie herausgefunden hat, dass er noch eine Familie in Pakistan hat. Sie ruft beim FBI an und lässt sich zur Abteilung für Terrorismusbekämpfung durchstellen. Sie sagt, ihr Mann habe Verbindungen zu Lashkar-e-Taiba, Reise zu Trainingscamps nach Pakistan und so weiter. Das FBI ruft bei der Drogenfahndung an und der DEA-Mann verbirgt sich für Hadley. Er sagt, das ist keiner, der die Vereinigten Staaten angreifen würde. Er ist sicher kein Terrorist. Die Hinweise von Hadleys Ehefrau Nummer 2 werden nicht weiter verfolgt. Er kann ungehindert weitermachen. Das ist zweifelsfrei ein Versagen. Man muss immer alles überprüfen. Wenn ich eine Quelle habe und das ist mein Informant, den ich rekrutiert habe und seit 3 Jahren führe, muss ich ihn trotzdem immer wieder überprüfen. Jedes Mal mit frischem Blick. Bei Hadley passiert das offensichtlich nicht. Und so kann David Hadley wieder ungehindert die USA verlassen und nach Mumbai reisen. 2007 heiratet Hadley eine dritte Frau. Faiza Utala, Medizinstudentin und 20 Jahre jünger als er. Hadley nimmt sie mit nach Mumbai auf Hochzeitsreise. Sie wohnen im Taj Mahal Palace Hotel. Nach den Attentaten spricht Faiza per Videoschalte mit einem indischen Internetportal. Für mich waren es Flitterwochen, für ihn nicht. Ich denke, er wollte mich für etwas benutzen. Es kommt zum Ehestreit und Faiza geht 2-mal heimlich in die amerikanische Botschaft, um die CIA über die Terrorpläne ihres Ehemannes zu informieren. Doch sie wird mit ihren brisanten Informationen einfach abgewiesen. Ich ging zur Botschaft. Die ließen mich aussehen wie eine Verrückte. So bleiben fatalerweise auch die Hinweise von Ehefrau Nummer 3 ohne Folgen. Es ist ein riesiger Fehler, ein gewaltiger Fehler. Das zeigt nur, wie leicht es ihm gemacht wurde. In den Wochen vor den Anschlägen von Mumbai erhält der indische Geheimdienst mindestens 5 detaillierte Warnungen von westlichen Partnerdiensten. Verhindern können die Inder den Anschlag nicht. Die Inder sind es gewohnt, dass die Pakistanis Terroristen nach Indien schicken oder andere gegen sie in den Kampf schicken. Womit sie aber nie gerechnet haben, ist die Dimension und Komplexität der Anschläge, die ihnen bevorstanden. Immer wieder werden indische Städte zu Terrorzielen. Devon Bharti, heute Vizepräsident der Polizei und zuständig für die Geheimdienste in Maharashtra State,
war bei den Anschlägen im November 2008 einer der ersten Polizisten im Einsatz gegen die Terroristen. Wir haben uns einfach nicht vorstellen können, an 5 Orten gleichzeitig angegriffen zu werden. Das hat uns eiskalt erwischt. So nimmt die Tragödie ihren Lauf. Am Abend des 26. November 2008 landen die Terroristen von Lashkar-e-Taiba mit ihrem Schlauchboot in einem Fischerslum von Mumbai. Während der Anschlagsserie versteckt sich die Stewardess Desiree Baumann in einem Hostel neben dem Taj Hotel, in dem die Angreifer Jagd auf unschuldige Menschen machen. Man konnte auch die Leute mit dem Gewehr am Fenster vorbeilaufen sehen. Und ja, es war Wahnsinn. Wir haben dann immer mal wieder mitbekommen, direkt unter unserem Balkon, wie die Leute teilweise aus dem Hotel evakuiert worden sind. Eine indische Braut mit ihrem indischen Ehemann, die indische Braut mit Blut übersät, die ganzen Schicksale, die man einfach gesehen hat, die aus dem Hotel rauskommen. Und man wusste ja, es ist noch voll im Gange in dem Hotel. Man konnte dann Rauch aufsteigen sehen. Also es war ja kein Ende in Sicht. Und trotzdem auch diese permanente Angst, dass die rüberkommen. Inzwischen haben die Terroristen im Obergeschoss des Taj Hotels Feuer gelegt. Gäste springen in den Tod. Oberste Priorität war, möglichst viele Menschen zu evakuieren. Unter Einsatz ihres eigenen Lebens, ohne Schutzausrüstung oder Waffen, retten die Sicherheitskräfte Menschen aus der Todeszone. Als wir rausgingen, bin mir nicht ganz sicher, die letzte oder die zweitletzte Person in dieser ersten Welle der Personen, die rausgegangen sind, waren auf beiden Seiten Polizisten in diesem schmalen Tunnelbereich. Und wir sind dann rausgegangen und dann wurde hinter mir aber auch schon geschossen. Und ich hab nichts abbekommen. Es ist im Gebäude, die Kugel ist in die Wand eingeschlagen und wir waren dann draußen. Während die Polizei im Taj Hotel noch tagelang gegen die Flammen und die Angreifer kämpft, kommt es am Hauptbahnhof Victoria Terminus zu einem weiteren Massaker. 2 Angreifer des Terrorkommandos stürmen mit Handgranaten und Sturmgewehren bewaffnet in die Eingangshalle des Megabahnhofs. Wie die Überwachungskamera zeigt, haben die schlecht bewaffneten Polizisten keine Chance gegen den terroristischen Angriff. Ajmal Kasab und Abu Ismail ermorden willkürlich Frauen, Männer und Kinder. Ich habe beide Terroristen gesehen, Abu Ismail und Kasab. Natwa Rotavan will seine Tochter retten. Zusammen mit meinem Vater habe ich versucht zu entkommen. Ich war hinter meinem Vater in Deckung, als eine Kugel zwischen den Beinen meines Vaters hindurch mein Bein traf. Hier an meinem rechten Bein wurde ich verletzt. Devika wird schwer verletzt, verliert fast ihr Bein. Hilflos auf dem Boden liegend wird die damals 9-Jährige Zeugin der Morde. Nach der Operation war mein einziger Gedanke, ob ich jemals wieder normal laufen könnte. Mordend ziehen die Terroristen weiter durch den Bahnhof und töten 58 Menschen. Hunderte werden verletzt. Dann ziehen sie weiter durch die Stadt, ermorden Zivilisten und Einsatzkräfte der Polizei. Erst Stunden später können die Attentäter mit einer Straßensperre gestoppt werden. Der Terrorist Abu Ismail stirbt im Kugelhagel der Polizei. Ein verwundeter Terrorist wird sofort verhört. Es ist der 21-jährige Pakistani namens Ajmal Kasab. Ich habe mit ihm auf Punjabi gesprochen, weil er aus Punjab in Pakistan kommt. So konnte er in seiner eigenen Sprache reden. Govind Sisodia, damals Leiter der indischen Spezialeinheit NSG-Kommandos, vernimmt Kasab noch im Krankenhaus, um Informationen über die Angreifer und deren Hintermänner zu bekommen. Ich habe ihn gefragt, warum hattet ihr nur Handgranaten und Kalaschnikows? Warum keine Raketenwerfer? Er sagte, unser Ziel war nicht, die Gebäude zu zerstören, sondern Menschen zu töten. Er war ein Kleinkrimineller, wollte einen großen Wurf landen und brauchte dafür eine Waffe.
Jemand erwischte ihn, als er die Waffe besorgte. Er wurde zu einer Terrororganisation gebracht, weil er offensichtlich bereit war zu schießen und Menschen zu töten. Kasab berichtet dem indischen Ermittler, dass die Attentäter aus Pakistan mit einem Boot übergesetzt sind und die Anschlagsserie direkt aus Pakistan live per Mobiltelefon aus einem Kommandozentrum in Karachi gesteuert wird. Bei einer Schießerei verlor ein Terrorist sein Handy und ich konnte es sicherstellen. Als es klingelte, ging ich ran und versuchte, mit dem Anführer der Terroristen zu sprechen. Dabei gab ich mich als ein Kellner des Hotels aus. Dieses Bild zeigt Devin Bhatti mit dem sichergestellten Handy in der Hand. Er wartet auf den Anruf aus Pakistan. Es war Sajid Mir. Sajid Mir, David Coleman Hadleys Agentenführer, steuert den Angriff persönlich per Mobiltelefon. Mit zwei Geiseln im jüdischen Zentrum spielt Sajid Mir ein perfides Spiel. Hello. I have already talked to them. I was talking to the consulate just a few seconds ago. Don't worry, Dana. Just sit back and relax and don't worry and just wait for them to contact, okay? Yes, sir. And save your energy for good days. If they contact right now, maybe you're gonna celebrate your Sabbath with your family. Die Angst und der Gedanke natürlich, dass viele Menschen diese Angst tagtäglich erleben. Sich dem bewusst zu sein, ich war jetzt nur einmal dem ausgesetzt. Ich meine, schlimm genug, aber diese Angst wünsche ich nicht meinem größten Feind. Die Kämpfe in der Millionenmetropole Mumbai ziehen sich über 3 Tage hin. Im Grunde waren sie 10 Roboter. Man hat sie einer Gehirnwäsche unterzogen. Richtige Hardcore-Terroristen. Kontrolliert wurden sie von ihren Anführern in Karachi. 166 Tote und Hunderte Verletzte. Anschläge telefonisch gesteuert von Agentenführern aus dem verfeindeten Nachbarland Pakistan. Und die Bilder des Terrors gehen in die Welt. Man muss das große Ganze betrachten. Warum ist dieser Anschlag so erfolgreich? Es ist ein staatlich finanzierter Terroranschlag, kontrolliert, finanziert und geführt vom ISI. In enger Zusammenarbeit von Lashkar mit dem ISI. Darum. Das ist das Ungeheuerliche daran. Und die westlichen Geheimdienste? Sie waren sehr nah dran an den Hintermännern, hörten das Geschehen live mit. Der Analyst Sajan Gohel kennt die Abhörprotokolle. Die westlichen Geheimdienste verfolgten den Verlauf der Anschläge in Mumbai live. Sie wussten sofort, dass die Anschläge in Pakistan geplant worden waren. Nicht die Inder überzeugten die Welt, dass der Angriff aus Pakistan kam. Es waren die westlichen Dienste. Die Terroristen in Mumbai telefonieren über einen Prepaid-Dienst in New Jersey, USA, mit ihren Agentenführern in Pakistan, um ihre Spuren zu verwischen. Was sie nicht wissen, der britische Geheimdienst hört live mit. Die Briten sollen sogar Zugriff auf das Laptop von Sajid Mir in der Kommandozentrale in Karachi gehabt haben. Es ist schockierend, die Transkripte zu lesen. Man sieht, wie gut das Vorgehen koordiniert war. Das haben keine Terroristen koordiniert. Man kann klar erkennen, ob ein Terrorist oder ein Geheimdienstagent eine Aktion leitet. Die Drahtzieher in Karachi gaben klare Anweisungen. Sie wollen möglichst viele Opfer und maximale mediale Aufmerksamkeit. Die Terroristen sollten bis zum Tod kämpfen und unter keinen Umständen lebend gefasst werden. David Coleman Hadley erhält verschlüsselte Glückwunsch-Mails. Studienabschluss ist das Codewort für den Terroranschlag. Auch sein Agentenführer vom pakistanischen Geheimdienst ISI gratuliert.
Pakistan streitet bis heute jegliche Beteiligung an den Terroranschlägen von Mumbai ab und gibt die Schuld alleine den Terroristen. Wie reagiert der ehemalige ISI-Chef Durrani auf die neuen Erkenntnisse über David Coleman Hadley? Ich weiß nicht viel darüber. Ich war immer verwirrt, wer dieser Herr ist, David Hadley. Wo kam er her? Gehört er zu uns? Wann lief er über? Diese Doppelagenten haben mich nie beeindruckt. Sie sind sehr unzuverlässig. Falls es irgendwelche Beweise in diesem Fall gibt, muss man ein Gericht anrufen, vor dem sich alle Beteiligten verteidigen können. In diesem Fall Indien und Pakistan. Die Regierung in Neu-Delhi sieht das ganz anders. Sanjeev Tripathi hat als Chef des indischen Geheimdienstes die Ermittlungen im Fall des Terroristen und Doppelagenten David Coleman Hadley geleitet. David Hadley wurde von ISI-Agenten zur Aufklärung nach Indien geschickt. Der ISI finanzierte die Reisen. All das ist bewiesen. Pakistan kann sich nicht mehr herausreden. Sie reden von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren. Nein, es gibt handfeste Beweise, dass der ISI involviert war. Der damalige BND-Chef Ernst Urlau erinnert sich, was nach Mumbai tatsächlich auf dem Spiel stand. Ein Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan. Es war klar, dass es zwischen Indien und Pakistan über diese Frage zu tiefgreifenden zusätzlichen Verstimmungen führte und die Drohung von indischer Seite, ein weiterer Anschlag dieser Art, führt zu einer militärischen Reaktion. Ja, das war nicht weiter verwunderlich, ja. In den Tagen nach den Anschlägen musste sich die politische Führung in Washington einschalten. CIA-Direktor Michael Hayden vermittelte persönlich. Wir versuchten, die Situation mit allen Mitteln zu entschärfen. Aufgrund meiner Erfahrung mit den Pakistanis im Kampf gegen den Terror übernahm ich die Kommunikation mit Pakistan. Der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste, Mike McConnell, übernahm die Inder. Ich glaube, die Pakistanis akzeptierten zu keiner Zeit, was wir als Fakten ansahen. Aber scheinbar war unser Einsatz ausreichend, um die Inder von einem Vergeltungsschlag abzubringen. Die Inder haben hier einen sehr wichtigen, großzügigen, strategischen Schritt gemacht, indem sie nicht auf diesen schrecklichen Anschlag militärisch reagierten. Die Anschlagsserie von Mumbai hat tiefe Spuren hinterlassen. Ein Trauma für die Hinterbliebenen. Das 9/11 Indiens. Für David Coleman Hadley sollte es nur ein Anfang sein. Er hat die ganze Aktion überhaupt erst möglich gemacht und ist noch lange nicht fertig. Er will sofort weitermachen. Nach dem Motto, jetzt geht's erst richtig los. Die Ideologie der Gruppe war immer international ausgerichtet. Sie sollte nie lokal bleiben. Es ist deshalb kein Zufall, dass 2008 in Mumbai drei Ziele spezifisch ausgewählt wurden, um speziell Amerikaner, Juden und natürlich Inder zu töten. Nach den erfolgreichen Anschlägen in Mumbai nehmen David Hadley und seine Hintermänner Europa ins Visier. Sie wollen Rache für die Veröffentlichung der verhassten Mohammed-Karikaturen durch die dänische Zeitung Jyllands-Posten. Ihr neues Ziel? Die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Mehrmals reist Hadley dorthin. Er filmt und fotografiert den Hauptbahnhof, das Luxushotel d'Angleterre, die Hauptsynagoge, das Redaktionsgebäude der Zeitung Jyllands-Posten, die die Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hatte. Dieses Foto stammt von Hadleys Handy. Sie haben eine klare Vision. Sie wollen einen Anschlag wie in Mumbai. Bewaffnete Terrorkommandos sollen das Redaktionsgebäude im Herzen Kopenhagens stürmen, Geiseln nehmen und die Medien werden berichten. Die Geiseln werden geköpft und ihre Köpfe aus dem Fenster geworfen. Und das am friedlichsten Ort überhaupt, in Kopenhagen, Dänemark. Hadleys Aufzeichnungen dokumentieren detailgenau die Planung für den Anschlag unter dem Decknamen Mickey-Maus-Projekt. Seine Vorbereitungen führen ihn wieder nach Deutschland. Er sucht Unterstützer in Hamburg.
Hedley war schon zuvor in Hamburg gewesen. Er kannte Deutschland seit der Zeit, als er mit Drogen gehandelt hatte. Und dachte, dort könne er Waffen besorgen und Leute finden, die ihm bei dem Anschlag in Dänemark helfen. In Hamburgs Unterwelt findet man alles. Waffen, Drogen und eine große islamistische Extremistenszene. Bei seiner letzten Reise nach Pakistan sucht Hedley nach neuen Partnern. Er will zu Al-Qaida. Hedley trifft Ilyas Kashmiri, damals einer der gefährlichsten Terroristen Pakistans, wenn nicht gar weltweit. So wechselt das Vorhaben nahtlos zu Al-Qaida. Der Al-Qaida-Terrorist Ilyas Kashmiri ist unter anderem auch für ein gescheitertes Bombenattentat in New York verantwortlich. Die CIA fahndet nach ihm. Hedley ist begeistert, aber er weiß auch, dass es jetzt noch riskanter für ihn wird, einen Anschlag im Westen zu planen. Noch dazu mit Al-Qaida. Tatsächlich ist dies der Anfang von Hedleys Ende. David Hedley reist nach Großbritannien. Ilyas Kashmiri vermittelt ihm Kontakte zu einer dortigen Schläferzelle des Terrornetzwerks Al-Qaida. Was er nicht weiß, die Zelle steht 2009 bereits unter Beobachtung des britischen Geheimdienstes. Richard Kemp war Geheimdienstkoordinator des Kabinetts. Was viele nicht verstehen, ist, wie schnell Terroristen von einer islamistischen Terrororganisation zur anderen wechseln. Das ist ganz typisch. Darum ist es nicht so wichtig, die Gruppen und ihre Netzwerke zu verfolgen, sondern Einzelpersonen, ihr Bewegungsprofil und ihre Kontakte. Der britische Geheimdienst MI6 nimmt Hedleys Spur auf und übermittelt die Informationen an die Amerikaner. Hedley ist nun im Fadenkreuz der US-Behörden. Oktober 2009. Krisensitzung im Weißen Haus. Der Direktor der CIA bittet den Präsidenten um eine Entscheidung. In Washington wurde die Führungsebene um den Präsidenten auf den Stand der Ermittlungen gebracht. Sie mussten entscheiden, ob Hedley festgenommen oder weiter überwacht werden soll. Die Akte David Hedley landet auf dem Tisch von US-Präsident Barack Obama. Er muss eine Entscheidung treffen. Präsident Obama hat persönlich entschieden, ihn am Flughafen festzunehmen. In Chicago wird der Zugriff vorbereitet, noch bevor Hedley für den Anschlag wieder zurück nach Europa reisen kann. Die FBI-Agenten haben ihn am Flughafen verhaftet und ins FBI-Hauptquartier in Chicago gebracht. Dann begannen sie mit der Vernehmung. Als sie ihn zum Verhörraum bringen, steht dort sein DEA-Agentenführer, so dass er ihn sehen kann. Und die Botschaft ist klar. Es ist Zeit, das zu tun, was er bereits in der Vergangenheit getan hat. Die Seiten wechseln und Informant werden. Im FBI-Hauptquartier bietet Hedley umgehend an, seine Komplizen zu verraten. Er will einen Deal. Hier Originalaufnahmen seines ersten Verhörs. Als ich ihn verhörte, wollte ich nur eins: so viele Informationen wie nur möglich von Herrn Hedley bekommen. Das war mein Ziel. Uns war natürlich klar, wie wichtig Hedley war. Es gab keine Zweifel daran, dass er Kontakte zu wichtigen Personen hatte. Der Chef des FBI sagte mir: Dieser Mann hat Verbindungen, sowas haben wir in Amerika noch nie gehört. Zu Al-Qaida, dem ISI und Lashkar. Und je genauer wir hinschauen, desto mehr finden wir. Hedley macht dem FBI ein spektakuläres Angebot. Er will ihnen helfen, Sajid Mir zu fassen. Es gab die Überlegung, Sajid Mir nach Deutschland oder Dänemark zu locken. Aber zu diesem Zeitpunkt war Sajid Mir bereits extrem vorsichtig. Das war ja nach Mumbai. Sajid Mir hatte sogar jemanden, der für ihn telefoniert hat, weil er dachte, mit Hilfe von Spracherkennung erkannt werden zu können. Mit Hedley kommunizierte er hauptsächlich per E-Mail. Es gab diese Planungen, aber sie waren einfach nicht umsetzbar. Dann bietet Hedley sogar an, das FBI zu dem Al-Qaida-Terroristen Ilyas Kashmiri zu führen. Er schlug tatsächlich vor, er könne ein Schwert mit einem Ortungschip zu Ilyas Kashmiri bringen.
So könne man ihn finden und einen Drohnenangriff ausführen. Er entwickelt alle möglichen Ideen. Er weiß, dass er einfach liefern muss. Sie können eine Person aus der Gruppe herausnehmen. Und das kann sicherlich das Vorhaben einer Terrororganisation behindern. Aber irgendjemand anderes wird die Aufgabe übernehmen und weiterführen. Es ist also wichtig, durch die Ermittlungen so viele Personen wie möglich zu fassen, um einen möglichen Anschlag zu verhindern. Schließlich verrät David Hadley seinen Freund Tahavur Rana. Rana hatte Hadley über Jahre hinweg unterstützt, ihm Geld gegeben und seine Firma in der Devon Avenue in Chicago als Tarnadresse für seine Terroraktivitäten zur Verfügung gestellt. Er nutzte Ranas Firmenadresse für sein Alias in Mumbai und Kopenhagen. Hadley und Rana kannten sich seit ihrer Jugendzeit in Pakistan, wo sie eine renommierte Kadettenakademie besuchten. Auch Rana war, wie Hadley später, in die USA ausgewandert. Patrick Blagan übernimmt die Verteidigung von Rana, der bis heute behauptet, nichts von Hadleys Terroraktivitäten gewusst zu haben. Hadley wusste genau, was er tun musste, um der Todesstrafe zu entgehen, nicht ausgeliefert zu werden und einen Deal mit der Regierung machen zu können. Worte würden nicht genügen, er musste ihnen einen Fall liefern. Es blieb ihm keine andere Wahl, als Rana preiszugeben. Auch Rana bestätigt die engen Verbindungen Hadleys zum pakistanischen Geheimdienst ISI. Trotz seiner Verstrickungen bekommt Hadley wieder einen großzügigen Deal. Wenn die Staatsanwaltschaft jemandem einen Deal anbietet, dann erwartet sie, dass derjenige aus seinen Fehlern gelernt hat und sie nicht wiederholen wird. Hadley tat genau das zweimal mit Heroin und jetzt mit etwas Unsäglichem. Und er bekam trotzdem den Deal. In vielen Fällen sagt die Regierung, du willst uns Informationen geben? Gut, wir prüfen sie und entscheiden dann, ob wir dir einen Deal anbieten oder nicht. Sie können die Informationen einfach nehmen und nutzen. Sie müssen keinen Deal im Voraus anbieten. Was hat die amerikanischen Behörden dazu bewogen, sich wieder auf einen Deal mit David Hadley einzulassen? Dazu der Staatsanwalt und Ankläger Daniel Collins. Es gibt eben Dinge, die die Strafverfolgungsbehörden und die Regierung tun, um solche Aktivitäten zu untersuchen. Einige davon müssen unter Verschluss gehalten werden und dürfen nicht öffentlich werden. Deshalb halten wir sie geheim. So kommt es zum dritten Deal zwischen David Hadley und der US-Regierung. Für die Terroranschläge von Mumbai mit 166 Toten und die Terrorpläne für Kopenhagen bekommt Hadley 35 Jahre Haft und sitzt bis heute. Keine Todesstrafe, keine Auslieferung an Indien oder Dänemark. Dafür muss er stillschweigen und die Akten bleiben unter Verschluss. David Coleman Hadley, Agent, Doppelagent, Terrorist. Ein Einzelfall? Ob man es gut heißt oder nicht gut heißt, so ist es leider Fakt, dass immer wieder Menschen für mehrere Nachrichtendienste arbeiten, ohne jeweils dem anderen das mitzuteilen. Und eine solche schillernde Person oder eine solche kriminelle Person war Hadley. Die Spur des Terrors führt immer wieder nach Pakistan und zum offensichtlich allgegenwärtigen Geheimdienst ISI. Das war ein großer Erfolg für sie. Uns sollte es aber auch Angst machen. Denn das bedeutet nicht, dass nicht noch weitere David Hadleys für sie arbeiten. Zweifellos will der ISI den Terror gegen den Westen antreiben und erhalten. Und bei den meisten Terroranschlägen weltweit findet sich eine direkte oder indirekte Verbindung zum ISI. Er ist ein bedeutender Unterstützer, Befürworter und Leiter von terroristischen Aktivitäten gegen den Westen. Die Terrororganisation hinter den verheerenden Anschlägen von Mumbai, Lashkar-e-Taiba, ist heute, wie es heißt, stärker denn je. Einer der Köpfe hinter diesen Anschlägen ist ja Hafez Saeed, der kürzlich aus seinem Hausarrest in Pakistan entlassen wurde. Er ist ein freier Mann in Pakistan. Und auch die entsprechenden Terrororganisationen, die dort hinter diesen Anschlägen steckten, wurden letztens rehabilitiert von pakistanischen Gerichten. Das sind sicherlich keine vertrauensbildenden Maßnahmen. Kabul, 31. Mai 2017.
Beim Sprengstoffanschlag auf die deutsche Botschaft sterben 160 Menschen, darunter ein Botschaftsmitarbeiter. Auch hinter diesem Attentat stehen Drahtzieher in Pakistan und im pakistanischen Geheimdienst ISI. Wir haben Informationen, dass das Haqqani-Netzwerk, das zu den Taliban gehört, dahinter steckt. Und wir wissen auch, dass viele dieser Kämpfer und vor allen Dingen auch verantwortlichen Befehlshaber ihr Hauptquartier in Pakistan haben. Wir gehen nicht davon aus, dass diese Anschläge dann von den pakistanischen Sicherheitskräften befehligt werden oder dass da Weisung dafür gegeben wird. Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber die pakistanischen Sicherheitskräfte, vor allen Dingen auch der Geheimdienst, weiß schon ganz genau, was auf seinem Territorium geschieht. Ohne Unterstützung des ISI könnte das Terrornetzwerk Haqqani gar nicht agieren. Etliche Anschläge auf NATO-Truppen in Afghanistan gehen auf das Konto dieser Organisation. Es liegt offensichtlich im Interesse der pakistanischen Hintermänner, westliche Ziele anzugreifen. Mein Büro, das ich als Botschafter in Kabul hatte, in unserem Botschaftsgebäude, das existiert nicht mehr, weil es weggebombt wurde. Weggebombt mit Unterstützung unserer Partner. Deutschland setzt also weiter auf den ISI, der den Terror fördert. Warum hält die Bundesregierung an der problematischen Zusammenarbeit fest? Es ist schon wichtig, dass wir uns Pakistan als Partner im Kampf gegen Terrorismus erhalten. Es wäre, glaube ich, nicht gut, wenn Pakistan als Nuklearstaat abdriftet und wir keine Einflussmöglichkeiten mehr auf Pakistan haben. Pakistan ist ein schwieriger Partner und unsere Einflussmöglichkeiten sind begrenzt. Aber auch diese begrenzten Einflussmöglichkeiten sollten wir weiter ausnutzen. Seit 9/11 hat Deutschland knapp 1 Milliarde Euro Unterstützungszahlungen an Pakistan überwiesen. Die Bundesregierung will sich damit Einfluss sichern. Und Pakistan verspricht, sich weiter im Kampf gegen den Terror zu engagieren. Doch sein Geheimdienst ISI fördert heimlich den Terror. Und je mehr Anschläge, desto mehr Geld gibt der Westen. So profitiert der ISI vom Terror. Ein teuflisches Geschäftsmodell. Und wie steht es um die anderen Partner im Kampf gegen den Terror? Gibt es dort auch Links zwischen Terroristen und Sicherheitsbehörden? Diese Links könnten wir auch in Richtung Saudi-Arabien schildern. Wir könnten diese Links auch nach Nordafrika schildern. Und wenn Sie einmal sehen, dass beispielsweise ein Land in Nordafrika zurzeit die meisten Terroristen stellt, nämlich Tunesien, wo man im ersten Moment auch nicht dran denken würde, dann sieht man, das sind Verknüpfungen innerhalb der arabischen Welt insbesondere. Und diese Verknüpfungen kommen nun mal vor und die würden mich jetzt nicht dazu veranlassen, ein Land besonders in den Fokus zu nehmen. Seit 2014 wird Europa von einer neuen Terrorwelle erschüttert. Nach dem Vorbild der Anschläge von Mumbai. Die Spur des Terrors führt in genau die nordafrikanischen Länder, die eigentlich unsere Partner im Kampf gegen den Terror und neuerdings bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise sein sollen. Der ehemalige CIA-Agent Sam Faddis sieht die Entwicklungen kritisch. Das, womit wir hier konfrontiert sind, ist ein riesiges Problem. Da stellt sich natürlich die Frage, was können wir tun? Was das Ganze am Laufen hält, ist Geld. Und trotzdem haben wir westliche Regierungen, die ungeachtet dessen ihre eigene Politik verfolgen und viel Geld an die Leute zahlen, die eigentlich unser Problem sind. Geld gegen Terror wird zu Geld für Terror. Der ehemalige Geheimdienstkoordinator des britischen Kabinetts, Richard Kemp. Es ist ein sehr dreckiges Geschäft. Riesige Geldsummen werden von den USA, Großbritannien, Deutschland und der EU gezahlt. Und damit werden Terroristen finanziert, die Anschläge gegen uns verüben. Kann man Geheimdiensten vertrauen, die völlig andere Interessen und konträre Werte haben? Das hat wahrscheinlich dieses Business so an sich, dass man seine Moralvorstellungen ein Stück weit hintanstellen muss, um seinen Auftrag erfüllen zu können. Das Geschäft ist so. Weil das Geschäft so ist und weil am Schluss der Erfolg zählt. Doch wo ist die rote Linie? Der Fall Hadley zeigt,
Geheimdienste schaffen mitunter den Terror selbst, den sie eigentlich bekämpfen sollen.